Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop zusammen mit Lord Elsmar. Hallo. Freunde der Sonne, wir haben zwischen den Folgen beschlossen, wir gehen jetzt ins Lager, ich zuerst. Und wir verkaufen nachher ein bisschen was von dem ganzen Essen. Genau, wir verkaufen ganz viel von dem Essen, weil es ist einfach zu viel. Wir haben jetzt Essen 851, wir erhalten unsere Lagervorräte. Die behalten wir, davon haben wir 10 Stück, da haben wir immer noch 400. Von den kleinen Sachen. Können wir halt 10 Mal schlafen, das reicht vollkommen. Wir finden so, ja laufend auch neue Sachen. Genau, wir haben noch beschlossen, Noxy, der wechselt jetzt zu Will. Genau, wir wechseln zu Will, weil wir jetzt hier diese, ich hab vergessen, wie sie heißt, jagen sollen. Kardach, genau. Und Elsmar kommt auch ins Lager, weil Enissa hat ja einen gebrochenen Eid. Und hier steht, geh ins Lager und überlege, was geschieht, was geschehen ist und was als nächstes kommt. Mal gucken, ob das jetzt irgendwas triggert. Komm mal ins Lager. Ansonsten kriegen wir das sicherlich raus, wenn wir den nächsten Tag beenden. Dann zum Lager. Oha. Kannst du mit Enissa irgendwas tun? Moment, es lädt noch. Das sah ganz episch aus, wie du hierher teleportiert wurdest. Ich werde jetzt hier irgendwas was tun. Nee, wahrscheinlich muss man dafür mal schlafen. Man wird den Tag beenden müssen, ne? I should speak up. Naja, nicht so schlimm. Dann holen wir uns erstmal Will. Willy! Well met. That's the... Ja. An Willy ärgert mich jetzt tatsächlich, dass wir ihm mit Tieren sprechen beigebracht haben. Ja, ist dann dumm. Best foot forward. Es gäbe die Möglichkeit, ja, hier bei Lazarus nochmal anzuklopfen und zu sagen, einmal rücksetzen bitte. Als Hexenmeister. Dann könnte man was anderes nehmen. Kostet halt auch wieder, ne? Kostet 100 Gold, ja. Naja, wir können ja erstmal mitnehmen. Ich mache ihm hier nochmal seine Waffe. Was hat dich das jetzt gekostet, dass er das kann? Also was waren da die anderen Möglichkeiten? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Ja. Aber sicherlich war noch was Besseres bei, als mit Tieren sprechen. Glaube ich. Ich bereue jetzt zwar, dass ich das im Singleplayer nicht kann, das ist voll nützlich eigentlich. Mit Tieren sprechen? Ja. Ja, ist gut, ne? Ich hab dir gesagt und du hast gesagt, voll wack hier mit Tieren sprechen. Das hört sich ja auch voll wack an. Ich denke mir immer so, was sind wir denn so eine Ratte erzählen? Ja, die dann haben wichtige dir, Sachen. Ja, eine Ratte hat ja richtig losgelegt mit ihrem, dieses, ja, ich hab mir den Zahn wehgetan, weil ich was Festes gebissen habe. Aber er hat in eine Schatztruhe reingebissen. Ja, krass, ne? Und doch kein Mensch drauf. Noch Kerze? Oh ja, Blut. Wir speichern nochmal. Obwohl es das eigentlich theoretisch automatisch machen müsste, wenn wir... Cowboy-Hut. Das ist doch das Meergras aufheben. Ja, da liegt noch ein Belladonna. Er hat einen Rucksack. Kala, was ist denn los? Ach, heiliger. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Das sieht fast so aus, auch wie ein Charakter, den wir haben könnten. Ja. Dieser Teufelin, die wir gejagt haben, Karlach, richtig? Sagt Monster. Wie ist es zu wissen, dass ihr gleich sterbt? Das sind keine natürlichen Flammen. Auf einen Kampf vorbereiten. Hey, das bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I. Oh mein Gott, die hat auch einen Wurm im Kopf. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision.
Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Well, near it, anyway. You served her! That's enough to damn you! Oh, ihr müsstet mein Gesicht sehen. Ich bin ja total baff jetzt, was hier passiert. Was? Voll krass. Ich hab richtig Gänsehaut. Richtig Gänsehaut. Ja, ich will die haben, auf jeden Fall. Ihr habt das auch gesehen. Denkt praktisch, sie ist infiziert, so wie wir. Und sie ist mächtig. Wir könnten sie als Verbündete brauchen, ja. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Eigentlich bin ich auch eine Teufelin, ja? Götter, seid ihr stur. Karlach ist keine Teufelin. Und das wisst ihr. Und das wisst ihr? Warum ist da ein Fragezeichen? Ihr habt ihre Gedanken gesehen. Sie ist keine Gefahr für die Schwertkünste. Ihr habt recht. War nicht für sie. Will ist einverstanden. I don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Oh mein Gott. Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach. But you already knew that. And you are... Ich bin Terranova. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Auf jeden Fall. Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out, I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the Archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called Paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Ja, dann bitten wir dich. Ja. Wollt ihr, dass ich... Sorry, bitte. Endlich jemand, der mal mit mir hier einer Meinung ist. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? Ich finde das voll krass, dass die so brennt. Guck mal, sie hat die so auf der Haut, so kleine Ventile, wo so Feuer rauskommt. Ja, und ihre Haare brennen und sie sieht ja mal super cool aus, oder? Er sieht aber auch ein bisschen verbrannt aus, so ihr rechter Arm, ne? Ja. Ich finde die brennenden Haare cool. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. No. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Ja, die ist ja geil. Oh, Will wird noch mit dir reden. Ja, warte, ich will erst den Rucksack. Achso, nee, mach du mal den Rucksack, ich mach mal Will. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly.
Was soll das heißen? Sagt es offen, Will. Jemand hat euch auf Karlach eingesetzt. Ich würde gerne wissen, wer das war. Wenn ihr nicht so nützlich wärt, würde ich... I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. So, muss ich mir Gedanken machen? Gut. Ich habe Antworten verdient. Faszinierend, eine Chance dabei zu sehen, wie die Klinge sich windet. You're not in any danger. I promise. I can't say the same about me. Ach, Willy. Aber ich habe das Ganze einfach gemacht, ohne den dabei zu haben. Okay. Hat auch sehr gut funktioniert. Hier ist noch ein Schlüssel des Zöllners. Oh, wo hast du den gefunden? Der liegt hier. Der liegt... Okay, das musst du mir merken. Den habe ich nämlich im Singleplayer vermisst. So, dann wollen wir auf jeden Fall ins Lager. Ich bin nie alt, ich muss mir das so angewöhnen, anzutreffen. Ja, ich mach das nur. So, dann. Oh, hier liegt noch ein toter Zöllner im Wasser. Ja? Ja, den habe ich jetzt mit alt gesehen. Hier erstmal Willy hier abgeben. Nee, hä? Wo liegt denn? Der tote Zöllner bewegt sich irgendwie. Okay, das ist ganz. So, und wo wohnt die denn jetzt? Oh mein Gott! Ich hab ihn gefunden! Hast du gefunden? Den Eidbrecherritter! Moment, jetzt muss ich auch zu bleiben. Warte, wir gucken erstmal hier, was hier Karlach macht. Gleich, alle nach der Reihe. Haben wir die gerade einfach nur übersehen? Ich glaube ja. What can I do you for? Was der da. Los, brechen wir auf. Ich will erstmal wissen, wer sie ist und was sie kann und was sie den ganzen Tag hier macht. So, was heißt sie denn für eine Klasse? Sie ist. Barbar, glaube ich. Es ist ein Barbar, okay. Warum hat sie Inissa hier als Bild drin? Ich? Keine Ahnung. Sie hat eine Zweihandaxt, sie kommt mit einer Armbrust mit ins Gefecht hier. Sie hat nur Kleidung? Okay, sie ist keine. Achso, Barbaren machen ohne, ne? Ja, Barbaren sind ja auch. Also kannst du ja auch eine mittlere anziehen, aber. So. Darfst du auf keinen Fall eine schwere anziehen, habe ich gelernt. Das blockiert die nämlich voll. Das ist. Kurze Rast vorbereiten. Opfere 6 Meter deine. 3 Hiebschalen mit deinem Nahkampfangriff bewirken. Das ist Fernkampf. Das ist Fernkampf. Und das hier ist. Spalten. Ach so, ja, das kennen wir. Aus dem Singleplayer. Du bist beim Einschüchtern und Auftreten Würfel im Vorteil, okay. Nett. Ein Kampfrausch, nur im Kampf verfügbar. Bist du stärker und bewirkst 2 zusätzliche Schaden mit Nahkampfwaffen, improvisierten Waffen und geworfenen Objekten. Außerdem bist du gegen physischen Schaden resistent. Resistentär oder resistent? Das unterscheidet das Spiel nämlich nicht so gut. Resistentär. Ja, weil ich bin nämlich auch, in meiner Beschreibung steht, ich bin feuerresistent. Ich bin. Ja, aber wenn du da drauf bist, steht da, dass nur 50% steht. Das ist ein bisschen. Wahrscheinlich Übersetzungsfehler. Okay, Stufenaufstieg. Was gibt es hier bei Karlach? Boah, die sieht so cool aus, ne? Oh, sie kriegt richtig Leben dazu. Sie kriegt Sinn für Gefahr. Du spürst, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, okay? Rücksichtsloser Angriff. Du bist. Bis zu deinem nächsten Zug bei Angriffswürfen im Vorteil. Gegner bei Angriffswürfen gegen dich im Vorteil. Okay, ist wahrscheinlich nicht so gut. Mehr können wir gar nicht machen. Das nehmen wir an. Und nächste Stufe. Unterklasse wählen. Oh, und sie kriegt auch mit Tieren sprechen. Glaube ich nur, wenn du die eine Unterklasse jetzt wählst. Ach so. Volk. Erbe von Avernus, singendes Niederstrecken. Ach, das kennen wir, das hat Dings auch. Das hast du. Ich hab nicht singendes Niederstrecken, nee. Das hat Enissa, oder? Nein, du hast es, weil du bist doch auch so ein Feuermensch, oder nicht? Nein, ich habe das nicht.
Das haben wir Inissa beigebracht, glaube ich. Nee, Inissa hat, das heißt nicht, das heißt aber anders bei ihr. Das kann sein, aber das ist, macht das gleiche, glaube ich. Wir hatten das auf jeden Fall, haben wir das schon mal gesehen. Inissa macht mehr Damage. Ja, das kommt ja, ja, das kommt ja drauf an, welcher Klasse du hast, aber das ist der gleiche Zauber im Endeffekt. So, Wildherz. Sie hat mit Tieren sprechen, sie könnte Berserker werden. Da kriegst du Raserei, dein Kampfrausch wird zur Raserei. Du erhältst rasender Hieb und wütender Wurf. Außerdem kannst du als Bonusaktion einen improvisierten Waffenangriff ausführen. Improvisierter Nahkampfwaffe. Achso, wir können Sachen schmeißen. Das, was Alice mal mit der Leiche gemacht hat. Außerdem bist du gegen physischen Schaden resistent und bei Stärke. Okay. Wir kriegen rasender Hieb für als Bonusaktion, ganz wichtig, einen Nahkampfangriff mit deiner Waffe aus, die du trägst. Bewirkt eine Reihe von starren Nachreißen. Oh. Einmal waren. Nutzen von rasender Hieb fügt Angriffswürfen jedes Mal einen Malus hinzu, der sich stapelt, sodass du häufiger verfehlst. Bis die Raserei endet. Okay, wir müssen. Ich glaube, Raserei funktioniert so: Wir müssen immer Schaden machen oder bekommen. Damit die Raserei. Steht das hier? Nee. Ich glaube, so funktioniert Raserei. Wütender Wurf. Schleudere einen Gegenstand oder eine Kreatur auf. Ein Gegenstand oder eine Kreatur auf ein Ziel, dem du zusätzlich Schaden zufügst. Wir können eine Kreatur werfen? Ich wollte gerade fragen, können wir einen Gegner auf einen Gegner werfen? Ja, es ist, das wirkt so, ne? Kann ich gerne dann so einen Gnom nehmen oder auf einen anderen Gnom werfen? Okay. Und wilde Magie. Kampfrausch, wilde Magie. Du verfällst in einen Kampfrausch, der die gesamte Magie in dir freisetzt und einen zufällig magischen Effekt auslöst. Oh, das ist ganz gefährlich. Außerdem bist du gegen physische Schaden resistent und bei Stärkewürfen Rettungswaffe und Vorteil, beziehungsweise magisches Bewusstsein. Jeder in Reichweite fügt Rettungswürfen gegen Zaubern seinen Übungsbonus hinzu. Was ist Übungsbonus? Dein Übungsbonus wird deinem Attributswurf und Rettungswürfen Gefährlichkeiten hinzufügt, dem du geübt bist. Aha, ach, das ist das. Okay, verstehe. Ja, also mit Tieren sprechen brauchen wir nicht nochmal. Wollte ich gerade sagen, das brauchen wir auf keinen Fall. Oh, dann kann sie aber, oh, guck mal, dann kriegt sie ein Tierherz noch. Kannst das Herz bei jedem Stufenaufstieg ändern. Im Kampfrausch kannst du gnadenlose Wildheit verwenden. Was ist gnadenlose Wildheit? Sammle Ausdauerreserven, um dich zu heilen. Aha. Adlerherz, im Kampfrausch kannst du Sturzschlag einsetzen. Springe auf einen Gegner unter dir und stoß ihn um. Okay. Nur Massenfluch. Gesundheit. Gesundheit. Dankeschön. Urmassenflucht. Stürme vorwärts, greife alle Gegner im Weg an und wirf sie möglicherweise um, sodass sie liegend sind. Okay, auch nicht schlecht. Oh, Tigerherz. Tigerblutdurst. Schlage zu, um bis zu 3 Gegner gleichzeitig anzugreifen und sie bluten zu lassen. Oh, wow, krass. Und Wolfsherz. Kannst du anstachendes Heulen einsetzen. Jeder Verbündete in Hörweite kann sich bei seinem nächsten Zug um 3 zusätzliche Meter bewegen. Okay. Ja, ist die Frage, Tierherz, gibt es eine Aktion mit dazu? Berserker, haben wir 2 Angriffsaktionen. Und wilde Magie, kriegen wir hier so ein bisschen magisches Bewusstsein. Aber wir haben hier auch irgendwas mit zufälligen magischen Effekten. Was würdest du nehmen? Also, mit ihren Reden brauchen wir halt eigentlich echt nicht. Ja. Aber also, es gibt einen Bonuseffekt dazu, ne? Ja, ja, aber ich würde sagen, mit Tiermenschen haben wir jetzt schon genug. Tiermenschen? Will sich selber heilen vielleicht? Ja, okay. Ja, das. Berserker, will du mal. Weil, naja, Berserker funktioniert ja so, dass du immer Schaden. Im Kampfrausch musst du ja Schaden machen. Oder Schaden ja, bekommen, um deinen Kampfrausch aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie kriegt genau, ja möglicherweise Schaden. Und heilen ist da gar nicht so schlecht. Aber wir haben theoretisch auch eine Heilerin. Die hat ja auch voll viel HP. Also die, ja. Die kann man schon... Was ein bisschen tanken kann sie schon.
Das kann man bei Wilde Magie nochmal, was sie da groß konnte. Die hat. Man verfällt in einen Kampfrausch, der die gesamte Magie in dir freisetzt und einen zufälligen magischen Effekt auslöst. Außerdem bist du gegen physische Schaden resistent und bei Stärkewürfen und Rettungswürfen im Vorteil. Beziehungsweise magisches Bewusstsein. Jeder in Reichweite fügt Rettungswürfen gegen Zauber seinen Übungsbonus hinzu. Ich bin mir echt unsicher. Berserker oder wilde Magie? Ich nehme mal Berserker. Ich nehme die Entscheidung ab. So, dann gucken wir. Haben wir hier irgendwo den Berserker-Modus? Warte mal, können wir nochmal lesen? Raserei ist das, ne? Ja, hier. Dein Kampfrausch, Schutz zur Raserei. Du erhältst Raserei Kampfrausch. Bewirke mit Nahkampfwaffen, imposierten Waffen und geworfenen Objekten zusätzlich Schaden. Ist außerdem gegen physische, kann keine Zauber wirken oder sich darauf konzentrieren. Wo ist denn diese Raserei? Ja. Wald? Raserei ist ja nur das Upgrade, dass dein Kampfrausch zur Raserei wird. Ach so, ja, aber wo ist ein Kampfrausch? Da musst du mal auf diese Axt gehen in den Symbolen oben. Das ist dann deine Kampfrausch-Ladungen oder so. Ja, aber das ist hier Raserei. Kostet so. Kannst du das im Kampf auswählen, dass du das im Kampf aktivierst? Ach, da steht's. Nee, das ist das. Raserei ist Kampfrausch. Also, ja, das ist ja. Raserei ist ja das Upgrade vom Kampfrausch. Ja, hier steht, der Kampfrausch endet vorzeitig, wenn du nicht in jedem Zug eine Kreatur angreifst oder Schaden erleidest. Im Kampfrausch kannst du dich weder auf Zauber konzentrieren noch Zauber wirken. Also man muss eine Kreatur angreifen, um im Kampfrausch zu bleiben, also im Raserei zu bleiben. Oder Schaden bekommen. Ja. Das hatten wir ja schon. Entweder musst du Damage machen oder. Ach so, und hier müssen wir wütend sein. Das ist also hier da. So, und das ist rücksichtsloser. Okay, krass. Das können wir da lassen. Ja, 32 Leben hat die. Oh wow, das ist immer ein neuer Tank, Alter. Die hat richtig hart Leben. Ja, geil. Probieren wir auf jeden Fall mal aus. Wir machen mal das Dorf da oben nieder. Und dann ist hier. Hat die da noch was rumzuliegen? Guck mal, die hat hier einen Silberlöffel. Das ist mein Löffel, Alter. Blechteller. Hier, dein Pumpen, Alter. Jetzt mal mit dem reden. Ja, rede mal mit dem. Mit ihm hier. Boah, sieht ja geil aus. Eidbrecher-Ritter, genau. Er hat Aura des Hasses, Aura des Schutzes, Aura der Tapfer. Er hat 224. Er ist Stufe 12. Wollen wir untersuchen? Boah, er sieht ja super geil aus. Den hätte ich ja gern. Göttliche Gesundheit. Also der ist strong, der Boy hier. Er ist hiebresistent, stichresistent und wuchtresistent sowie nekrotisch resistent. Soll ich mal mit ihm sprechen? Gucken, was passiert, ob er mit mir spricht. Alles. Ich mach mal speichern. Ey, das ist ja so ein richtiger Gott, Alter. Still, reglos. Die Rüste reagiert nicht auf deine Anwesenheit. Na dann, Attacke. I have been waiting for you. I felt the moment of your liberation. The shedding of your bond. You called to me. I am here to show you the way. Oh ja. Wer seid ihr? Ja, erstmal fragen, was will er. I was the first to swear, the first to fall. When another's oath is broken, I stand witness. I hear their sorrow, I see their jubilation, I guide their hand. Oathbreaker, you swore to protect life itself, to serve the natural order, to protect those who value life, and vanquish those who would destroy it. Tell me, why did you abandon your oath? Wir wollten das Baby umbringen. Der glüht auch unter seiner Rüstung, denn seine ganze Haut glüht, keine hast du das gesehen? Folgen wäre gegen mein Gewissen gewesen? Naja, nicht so ganz. Ich war die Lehren und Dogmen leid, ich wollte frei sein.
war nicht meine Absicht. Meine Taten hatten unerwartete Folgen, ja, theoretisch. Ich taufe nicht mehr an seine Lehre. Ich bin euch keine Erklärung schuldig. Ne? Ich hätte das genommen wahrscheinlich. Echt? Ich finde das so... Wir wollen das ja jetzt, der Stein, ich weiß ja nicht. Ja, vielleicht, wie du möchtest, du entscheidest. Ich gebe ja immer nur... Die Zuschauer fragen. Wir können auch die Zuschauer fragen. Nur eine Umfrage. Die Umfragerung? Was ist so jetzt 100%, weil ich glaube nicht mehr an seine Lehren. Ja, du entscheidest. Ja, da steht doch 100% für 4, oder ja, nicht? Das steht da, ja. Ja, also eigentlich ist das ja schon die Wahrheit. Und Nox hat ja gespeichert, falls irgendwas passiert. Sag einfach die Wahrheit. A lapse in judgment. To know the reason for your fall is perhaps to know the shape of things to come. Take comfort in your undoing. I, like you, abandoned my cause. But much can still be achieved. Your oath is broken. The light within you fades. A new power is awakening. Auf jeden Fall. Mein Eid nicht irgendwie erneuern. Welchen Eid habt ihr geleistet? Habt ihr ihn erreicht, nachdem ihr euren Eid gebrochen habt? Bin bereit. Ich werde ein Eidbrecher sein. Ja! Ich würde gern mehr wissen. Ja, mach ich. Darkness will obey your summons. Ja, voll toll. Ja, voll toll. Will march to your rhythm. Even now. These shadows gather around you. They sense the cracks in your armor. They yearn to be used, to be inflicted. It is possible. But such a promise must not be made lightly. Wealth must be sacrificed, and your soul repledged. It is wise to first consider what is gained, and what is lost in the bargain. Should you wish to do so, speak with me again. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt können wir noch, welchen Eid hat... Ja, ja. I served a noble lord. I fought for him without question or restraint. Where his light shone, my sword followed. In his name, I raised villages, put thousands to the sword. I believed our greater purpose required such brutality, such sacrifice. But his light was so radiant, it blinded me to all else. I could not see the darkness and corruption of the path he led me down. When I finally saw the truth, he would not be reasoned with. So... I ended him. For this, I was called Oathbreaker. Ja, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ja, mach ruhig. Regret is for those who would act differently.
I feel no such desire. What's past is past. We are here to discuss your future. Oh, er weicht aus. Alter, der Helm ist so episch. Das ist super geil, ne? Den möchte ich in die Gruppe haben. Wir machen den Nisse einfach. Ja. Ich würde gerne noch sagen, was er erreicht hat. I wielded the powers of darkness, yet held a candle for those who needed the light. My actions followed no teaching, apart from my own justification. Good or ill, I made my choices. Eventually, I heard the call of others who had strayed. I showed them the way, as I show you now. Ja, ich bin bereit. Auf jeden Fall. Do not resist. Surrender. Ja! Oh mein Gott! Ich wusste noch aus, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. The born of a vile source. These powers can be used for good or ill. Your oath no longer binds you. The choice is yours alone. Ich hoffe, sie kann jetzt noch heilen. Ja, ich glaube, das behalten die. Oh, das siehst du jetzt nicht, oder? Nee. Was ist jetzt? Moment. Sieht man gleich wieder bei der wunderschönen Zahlen. Was ist ein Level? Ja, ich kann sie jetzt komplett, hier, ich darf jetzt hier Sachen mit dir machen. Ah, warte. Sehr gut, so müssten wir es sehen, oder? Ja. Ja. Oh, krass, so. Ja. Eidbrecher, du hast deinen heiligen Eid gebrochen, um Macht und Einfluss zu erlangen. Nur aus der Dunkelheit kannst du jetzt noch Kraft schöpfen. Ja, geil. Aktion. So, wir haben jetzt Aktion trotziges Leid, das zählt an der 1 bis 4 nekrotischen okay. Schadenzug. Mhm. Aber das hört sich ganz gut an, ja. Aktionen. Untote. Ja. Nutze die Macht deines Schwusses, um Kontrolle über eine untote Kreatur zu erlangen. Untote folgt dir und greift deine Gegner an. Ja, geil. Die Stufe des Ziels muss niedriger sein als deine. Ja, ja. Grässliches Aussehen. Lass deine dunkelsten Emotionen als gefährlichen Puls hervorbrechen, um Gegner in der Nähe zu verängstigen. Okay, auch cool. Und Schwurzauber, ja, die Zauber kennen wir, ja. Und Wundenfusung, das kennen wir schon. Zauber vorbereiten. Genau, heilen haben wir jetzt hier noch, ja. Ja, das ist gut. Genau. Und sie hat da, gucke, das zweite ist nämlich dieses, da, Sängnis Niederstrecken. Das ist das gleiche, nur dass es halt weniger Schaden macht. Ja, ja, das ist alles beim Alten. Okay, cool. Sie kann, ich weiß gar nicht mehr, was sie vorher konnte. Also alles von den Heilige Niederstrecken ist jetzt, glaube ich, weg, das könnte sein. Ich meine bei ihrer Unterklasse, sie hatte ja vorher eine Unterklasse und was sie da drin hatte, weiß ich nicht mehr. War da nicht Heilen bei? Da war, glaube ich, dieses AOE-Heilen drin. Ne? Ja, stimmt, sie konnte irgendwas. Na ja, gut. Sie kann ein bisschen heilen, das passt schon. Sie kann hier das hier, wenn sie dich antatscht. Ja, das lassen wir alles, das hatten wir alles so ausgewählt. Oder eigentlich würde das jetzt mit dem Verängstigen besser passen. Was ist das erste? Dass du dich selbst oder verwöhnt gegen Verängstigen immun werden und 5 Treffer. Das ist doch ziemlich mächtig, das würde ich gerne behalten. Segne, Bonus auf Angriffswürfe und Rettungswürfe. Das war halt 3 Kreaturen, ne? Das ist auch sehr mächtig. Ja, aber ein. Ja, auf Angriff. Ich würde das. 2d6 2 bis 12. Nee, ich würde das, ich glaube, ich würde es so lassen. Sie kann ja auch verängstigen durch ihre Fähigkeit. Wir können das hier tauschen. Wir haben auch durch. Ja, aber das ist, das macht einen Effekt drauf auch, ne? Das ja, verbrennt die Ziele. Das hier, ja, aber auch nur, wenn es trifft. Das andere, wenn die brennen, macht dann pro Zug
Und das hält 10 Züge lang. Das würde ich schon lassen. Ich würde das, glaube ich, so lassen. Okay, wenn du meinst. Vielleicht kriegt sie ja noch Plätze dazu. Ja, nee, das, guck, das Heilen ist hier noch. Oh, ja. Nee, das ist doch 12 Heilungen. Ja. Das ist das, ja. Das nice. Hat sie immer noch. Nice. Das ist natürlich richtig nice. Ey, vor allem 3 bis 30 nekrotischen Schaden. Nice, okay, cool. Ja. Na dann gehen wir mal gucken hier ins Dings, ne? Per Zufall die geheime Subklasse gefunden, ne? Weil ich das Bärenbaby töten wollte. Weil Noxie das Bärenbaby ist. Ich hab's nicht gewusst, tatsächlich. Ich hab's wirklich nicht gewusst. Ich hab's auch nicht gewusst, wie man das hier erreicht oder was. So, und hier im Fluss soll noch jemand liegen, hast du gesagt. Hier liegt keiner. Da stand was, als ich Alt gedrückt habe, dass da jemand liegt. Mir ist hier nichts. Wenn du jemanden hast, dann push den raus. Ich guck mal, ob ich den da. So, wir kamen das war auch irgendwie hier. Ganz buggy, das war ganz komisch. Hab's Fokus. Den hätte ich gern. Das ist eine Leibwächterin. So, nee, ich hier glaub, sind da noch Bug ist hier da irgendwie rein. Ach da, toter Zöllner, der liegt hier oben. Ah. Wer hat den Schlüssel verloren? Oh, ich kann mit ihm reden. Ich wollte gerade sagen, ich loote ihn erstmal, dann rede mal mit ihm. Wieder 5 Fragen? Dir irgendwelche Wertsachen. Ja, das finde ich auch gut. Gold, Basement, locked. Ja, den Schlüssel dazu haben wir schon. Sehr wahrscheinlich. Ich kann jetzt bestimmt nach dem Schlüssel befragen. Ja. Ja, den haben wir. Brauchen wir nicht fragen. Okay, wohin wollt ihr? Anywhere. Away. Safety. Ja, wie seid ihr gestorben? Jumped. Oh, wow. To escape. Broken. Ein Unfall. Ja, wer ist er? Vance. Toll Collector. Diese Frage ist so nutzlos. Ich sage alle immer nur das, was wir schon wussten. Ja, wo, ja, dann wo frag ihn. I fell. Dropped key. Er befindet sich in unserer Tasche. The spell's power works. You can ask no more questions. Ja, das ist auch cool, ne, mit dem das Untoten reden. Grüne Augen. Das ist nice. So, wir könnten jetzt hier hochklettern, dann wären wir hier oben schon. Da könnte man. Warte mal, kann ich die Dingssicht? Ist hier noch irgendjemand? Taktische Sicht. Wirkt erstmal nicht so. Hier ist nur ein Haus. Ja. Dann gehen wir zum Haus. Warte, wir können hier unten auch durch. Da kämen wir auch. Ja, dann machen wir das. Attacke. Rauf. Mach ich die Treppe rauf. Müssen wir noch warten, bis alle nachkommen. Ja, ja. Just another crate. Oh, nicht mehr. Wir können die Tür aufmachen oder nach oben gehen? Ich würde erstmal nach oben gehen. Dann. Weil, wenn es da drin zum Kampf kommen sollte, ein lustvoller Pack. Ohne Seelenmünze liegt hier rum. Geil. Und was? Teller. Weil wenn es hier zum Kampf kommen sollte, dann hätten wir erhöhte ins Lager gepackt. Was habe ich ins Lager gepackt? Deine Seelenmünze, hast du schon mal eine. Die sind sicher in der Kiste, ja. Zack. So, ich guck mal, ob hier aufgeht, ja? Ja. Hallo? Ganz langsam. Cut it out.
Oh. It's worse than gnolls out there. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Kissed and touched. Would that worry you? I'd give it a bloody good fight, that's for sure. Only thing you give a dragon is bad gas. Eine Bade. Eine Holzkiste. Ich habe nicht ganz mitbekommen. Da draußen gibt es Schlimmeres als Gnolle. Ja, was mit einem Drache? Oh ja, den haben wir schon mal gesehen. Okay, langsam hast du gesagt. Hier ist noch da hinten der Schrank. Ja, hier vorne ist noch nicht einfach. Ja, ich dachte, ich provoziere das für dich. Oh ja, gut. No more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home. Motiv erkennen, seine Haltung beurteilen. Das würde ich mal machen. Ich weiß, dass ihr nach von Cyril seid. Komm schon. Dankeschön. Ich glaube an das Herz der Würfel. There's something in the squint of his eye. Aha. I suspect he's lying. Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlach, you're going home in pieces if needs must. And you, you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never. Oh my god, sie explodiert. Sie wird zum Super Saiyajin, Alter. Oh, sie darf auch noch anfangen? Schade. Oh, what? What? Deshalb wollte ich eigentlich lieber nach unten gehen. Aber egal. Ja, aber hier haben wir erhöhte Position. Ja, aber ich bin Nahkämpfer, Noxy. So, ich würde in der Hoffnung, dass wir damit Leute treffen, einmal hier dieses Ding hier abschießen. Ja, mach das mal. Schade. So, und dann gehe ich hier mal ein bisschen aus dem Sichtbereich vielleicht. Bin schon ganz schön einer auf die Omega gekriegt. So, sie kann. Wenn sie springt, dann würde sie liegend sein. Das ist doof. Aber so kommt sie auch nicht dran. Tja, ich komme leider nicht dran, ne? Oh. 32 hat die? Alter. Und 44 hat der? Uiuiui. Komm mal hier mit rüber. Jetzt über die Kisten geklettert, ja? Wirklich. Was macht sie denn? Lauf doch mal dahin, Wedel. Oh nein, jetzt hast du die mir voll in den Weg gestellt. Peffing in dem Spiel ist richtig zu schlimm. Hä, das ist auch ein Nahkampf? Ey, oh, das ist ein Doppelklick. Längst niederstrecken muss ich reinkommen. Ne? Ja. Wäre meine Bonus. Eine Aktion und Bonusaktion zugleich oder was? Noxy kann es nicht gebrauchen. Was haben wir jetzt gemacht? Ach, temporäre Trefferpunkte. Ah. Beute von Zeichen des Jägers. Ach, das habe ich jetzt drauf. Ja. Ah, das haben wir auf dem anderen Bogen, ne? Ja, den hat Astarion oder... Ne, Will hat den. Will hat den, ja. Durchbohrener Schuss. Hä, hier ist voll durcheinander. Das hier. Und den komme ich nicht ran, ne? Nee. Kritischer Fehlschlag. Oh Mann, Mäuschen. Kommt der hoch? Na, hier hast du deinen Nahkampf. Bitteschön. Guck mal, der hat ein Langschwert.
der schreckt mich erstmal nieder. Ach du Heilige, das ist ja geil. Ich was für ich halt ja gar nicht. Hä, ist da noch jemand? Ja. Ach, da unten! Sie brauchte 13 und hatte 22 gewürfelt. Oh, ich hab sie gerettet. Unser Paladin hat was gemacht. Sterben. Der ja. Weiß, wie Sterben funktioniert. Dankeschön für nix. Kostet mich, hab ich ja einen Bonus? Das ist natürlich alles voll schlecht. Natürlich. Ja, helfe ich jetzt Alice mehr auf oder baller ich dem Typen eine? Noxus ist ein intelligenter. Also theoretisch hat er schon einen auf positiv, ne? Drauf. Ich würde versuchen, den Typen da eine zu ballern und dann würde ich den wahrscheinlich runterschubsen. Oh, das ist eine gute. Ich würde mir nämlich mit nekrotisches Ding einballern. Ich bleib, glaube ich, hier oben trotzdem, ne? Können wir jetzt. Warte mal, ich kann doch theoretisch fliegen. Bis wohin reicht denn das? Theoretisch könnte ich nach hier. Ich könnte vor die Tür gehen. Ja, das ist super stark. Ich könnte von unten vor die Tür, aber ja, erhöhte Position ist schon gut. Ich geh mal hier vor die Tür, dann darfst du sie mich nicht erwischen. 50. Sag, ich mach mal so. God's it's hot in here. Natürlich fehlgeschlagen. Aber dann. Ich komm dann auch nicht runter. Nee, fehlgeschlagen. Auch fehlgeschlagen. Schade. Komm ich nicht dran. Glaube ich. Oder? Doch. Hohe Verteidigung hat er. Ja, deshalb hat auch nichts von was ich machen wollte geklappt gerade. Oh, guck mal, aber bei Inissa ist jetzt unten links das Symbol an der Leiste. Das Schild ist tatsächlich zerbrochen von ihrem Eid. Das sehe ich nicht. Ja, das siehst du nicht. Das ist krasse. Ach du Scheiße. Kampfrausch des Barbaren. Um im Kampfrausch zu bleiben, musst du in jedem Zug einen Gegner angreifen oder Schaden erleiden. Achso, das kostet Bonusaktionen. Oh, was? Oh, Mädchen, ey. Aber ich habe angegriffen. Er braucht eine 13 für einen Treffer und er würfelt eine 26. Was ist das denn? Ja, Paladin, los, mach mal Leibwache. Boah. Ich hab den Schaden sogar schon. Oh Gott, Alter, was machen die für Damage? 31. Was machen die für Damage, Alter? Die sind Stufe 4. Oh, die sind ins Feuer gesprungen. Oh, warum macht die so krasses Damage? Okay, es wäre es noch eins im Plus. Hadach ist eins im Minus. Ja. Welche Vorschläge? Der Typ ist Level 5. Ja, der ist auch ganz schön bösartig. Also soll ich Karlach helfen? Ich ja gar nicht. Und soll ich Karlach helfen oder nochmal versuchen ihn runterzuschubsen oder soll ich ihn nochmal angreifen?
Aufhelfen ist eine Aktion, ne? Und hast du eine Heilungsbonusaktion? Nein. Schade. Benommen. Aber sie bleibt noch im Kampf. Ja, dann versuche ihr aufzuhelfen, vielleicht. Dann bleibt sie im Kampfrausch, denke ich, wenn sie noch dran ist. Achso, ist sie da noch dran? Also nicht so genau. Nee, sind nicht mehr. Oh Gott. Ich könnte natürlich auch versuchen, ihm eine zu schallern, ne? Ja, aber der hat immer noch 36 Leben. Ja, das ich würde dir aufhelfen, tatsächlich. Weil er kann nur einen angreifen. Ja, dann. Wann ist sie dran? Die ist sogar noch vor ihm dran. Oh, sie ist sogar jetzt noch dran. Das ist gut. Kann nämlich angreifen. Oh wow, der hat sich überhaupt nicht bewegt. Ich hab noch eine Bonusaktion schreien. Ja, ich weiß. Halt allzu schwer zum Werfen. Oh, was ist das? Kampfrausch beenden oder improvisierter Nahkampf? Was kann ich denn jetzt hier nehmen? Den Weidenkorb vielleicht. Ja, theoretisch. Boah, ob der so viel Schaden macht. Mach den hier. Ruhe, Verteidigung. Oh, 17. Oh, wenn die trifft, dann trifft die aber richtig. Und es war ein Rettungswurf trotzdem, ne? Ja. Okay, sie bleibt im Kampfrausch. Rasen an. Oh, ich hätte einen Trank auch trinken können. Ja, dann wäre der Kampfrausch zu Ende. Ja, stimmt. Oh ja. Boy, Alter, der kriegt hier richtig Damage. Oh, der trifft. Der darf trotzdem angreifen? Der darf irgendwie dreimal angreifen oder so. Ob wir das überleben? Das ist eine gute Frage. Die kann hier hochspringen. Auf die Kiste springt die. Was ist denn das? Das ist schon mal sehr gut. Oh, Alistair ist am Leben. Sehr gut. Muss hier, nee, warte, aber. Er. Moment, was heißt das jetzt? Stabil. Ein Charakter ist im Tod. Ja, lass das Tutorial halt 3 Sekunden da. Ich liebe das. Ich finde das richtig schlimm, in dem Spiel alles verschwindet wieder, bevor ich lesen kann. Jetzt soll ich jetzt nochmal Karlach aufhelfen. Ist sie liegend? Sie ist wieder tot. Sie ist liegend. Nee, hier die andere. Ich hatte anders. Ja. Also wenn sie trifft, wenn sie nochmal trifft. Der ist halt down, ne? Ja. Ey, helf mir mal auf. Dann kann ich versuchen halt nochmal den zu schubsen oder so. Ich kann ihn nicht schubsen, wenn ich ihn in die Wand schubsen würde, na geil. Achso, und ich geh wieder raus? Kann mich aber auch nirgendwo weiterhin bewegen. Ich stell mal ihm jetzt noch mal einer drauf hier. Phasenanpassung, das ist das. Ja, ja. Ich versuche. Oh, ich habe 15 gewürfelt. Nee, du hast das. War einfach doch, ja, stimmt. So, und wenn du das jetzt machst, dann. Dann bin ich bei Angriffswurf im Vorteil. Was heißt im Vorteil dann in dem Fall? Das heißt, du darfst, glaube ich, noch einen zweiten Würfel dazu bringen. Ja, dann mache ich das, ne? In der Hoffnung, dass wir. Auch, aber die sind dann auch im Vorteil, wenn ja, du dich angreifst. Ja, aber ich habe sowieso nur einen Lebenspunkt. Ja, eben. Wenn er mich trifft, ist egal. Schade. Wow. Ja. Oh Gott. Ich könnte weglaufen. In der Hoffnung, dass er mich nicht trifft. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Boah, wird das schaffen? Nee, werfen ist auch eine Bonusaktion, ne? Mach mal sowas hier.
Schade. Ja, aber der hat dreimal angegriffen. Gelähmt. Gelähmt, ja. Jetzt sind wir absolut im Eimer. Ist aufgestanden, schön. Darf trotzdem angreifen. Sterben. Dein Charakter ist sterben. Er benötigt Heilung oder Hilfe, um wieder auf. Obwohl er sich jetzt gerettet hat. Und sie ist gelähmt. Das sind beste Voraussetzungen, die wir haben. Ey, wir sind. Kann ich mal was machen? Ein Ast dauern. Ja. Kannst jetzt auch nichts gegen die anderen mehr machen, ne? Also irgendwas. Es wäre natürlich super, wenn du die noch irgendwie, dass sie ihre Konzentration verliert vielleicht. Nee, das schon nicht. Hier wieder raus. Och du Gott! Alter. Wer hat Ochsen gemacht? Alter, die schubst mich. Oh Gott, Karlach ist. Nächste Runde stirbt Karlach oder sie lebt. Entweder. Weil sie hat zwei auf Tod und zwei auf Leben. Weg ist unterbrochen. Schade. Wir haben noch ganz viele Schriftrollen der Wiederbelebung, oder nicht? Ja. Ey, sowas ist mir vor auch noch nie passiert jetzt. Oh Gott. Auch schubsen, Alter. So, theoretisch würde mich das mein Bonus abgeben. Ja, komm jetzt. Hat er sie umgebracht. Jetzt hat er gerade auch umgebracht, ne? Oh Gott, ist der Teufel in Person, Alter. Ach so, und mich hat er jetzt auch noch runtergeschmissen. Na geil. Oh Gott, das überleben wir auf gar keinen Fall. Und in der Scheiße auch tot. Alter Schwede. Oh Gott. Haben wir zuletzt gespeichert. Davor. Bevor wir hier rein sind. Mhm. Zum Glück. Dachte mir schon, dass wir zu sowas kommen. 12? Warum habe ich denn so ein wenig. Eine hohe Verteidigung hat. Aber mach ich nur. Die hat Rüstungsklasse 19 durch die ganzen Spiegelbilder. Das ist krank, ne? Das ist richtig krank. Damit treffe ich mich selber. Ja, achso, das war auch noch. Wie viel? 3 HP hast du? Scheiße. Probieren. So, Mäusekin. Ich möchte mal sehen, wie du mir dahin folgst jetzt. Ja, hast du noch eine Bonusaktion frei? Nee. Schade, das hättest du einen Heiltrank trinken können. Ah, ich stehe jetzt auf dem Dach, mal gucken, was da jetzt passiert. Ich spring dir wahrscheinlich einfach. Der springt dir gleich hinterher. Nee, ist doch ein Fall. Oioioi. Das war's, Freunde der Sonne. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht kein Witz und schreibt uns Grüße, Icon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Be cute, have fun. Bis dann. Nacht, Nacht, Kuss. Liebe, Liebe. Kuss, Liebe. Bis zur nächsten Folge.